Willkommen zurück bei Overmatt Aktien investieren. Wir schauen heute auf zwei ganz interessante Märkte, und zwar Deutschland und Portugal. Warum sind diese Märkte so interessant? Es passiert zurzeit sehr viel in Europa, und zwar mit der Flüchtlingskrise passiert es, dass sich gewisse Länder öffnen, wie Deutschland zum Beispiel, und gewisse Länder schließen, wie Polen und Ungarn. Was heißt das für einen Investor? Für einen Investor bedeutet das Schließen der Grenzen immer ganz, ganz schlechte Nachrichten. Die Wachstumsmöglichkeiten werden eingeschränkt, die Möglichkeiten, Mitarbeiter anzustellen, werden eingeschränkt und das ganze Land wächst deutlich weniger. Wenn sich also ein Land entscheidet, sich gegen außen abzuschotten, in welcher Art auch immer, dann ist das direkt ein Verlust für die Anleger. Aus diesem Grund ist Deutschland so interessant, weil es hat sich entschlossen, sich zu öffnen. Aus diesem Grund denke ich auch, hat Deutschland sehr gute Wachstumsaussichten in Zukunft. Und das Gleiche gilt auch etwas für Portugal, denn Portugal war nicht negativ in den Schlagzeilen mit Abschottungsgedanken, mit Stacheldrähten an den Grenzen, sondern Portugal ist sehr offen. Es heißt sogar, Investoren aus dem Ausland willkommen, die dann auch den portugiesischen Pass erhalten, wenn sie dort investieren. Also beide Länder sind sehr, sehr spannend für Anleger und ich habe aus diesem Grund mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass jetzt der SDAX in Deutschland und auch der PSI General Index in Portugal beurteilt werden. Gehen wir mal zuerst schauen, was ist im SDAX an Aktien vorhanden. Ich gehe runter zur kombinierten Anlagestrategie des SDAX, weil da finde ich immer am schnellsten interessante Unternehmen. Und wenn ich hier drauf schaue, sehe ich eine Reihe von Industrieunternehmen. Automobil, Forschung, Beratung, Dienste, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Auch hier unten Industriemaschinen, landwirtschaftliche Produkte, Baumaterialien. Das sind alles Unternehmen, die etwas stärker konjunkturabhängig sind, wenn es also jetzt wirklich schlechter aussieht, werden diese Unternehmen stärker fallen als andere. Und aus diesem Grund denke ich, und auch aus dem Grund, weil ich schon einige Industrieunternehmen im Portfolio habe, denke ich, interessieren mich mehr die Einzelhandelunternehmen. Insbesondere sehe ich neben Tom Taylor, das natürlich immer auch sehr stark abhängig ist von den Modeströmungen, Hornbach, das Unternehmen, das mit Baumärkten es einfach macht, das Haus zu möblieren und den Garten zu pflegen. Und was ist naheliegender dass für diese 1 Million Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, als dass sie ihr Heim einrichten? Sie werden sicher mit dem ersten Lohn, den sie verdienen, sich ein angemessenes Bett kaufen, einen schönen Tisch kaufen, und damit sie sich auch wohlfühlen in ihrer neuen Heimat. Und deshalb denke ich, Hornbach ist gar nicht schlecht positioniert für das und ich schaue mir mal Hornbach genauer an. Wenn man auf die Webseite kommt von Hornbach, dann sieht man sofort ein gutes Unternehmen mit vielen nützlichen Produkten, auch stark familienorientiert in der Aufmachung. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt mal etwas Neues. Ich google jetzt einmal Hornbach gut und schlecht. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass das Unternehmen gut respektive schlecht ist? Und ich habe was ganz Spannendes gefunden, nämlich bei Xing, dem Personalnetzwerk. Ich habe gefunden, dass sie eine Beurteilung gemacht haben mit 136 Arbeitgeberbewertungen. Und dort sieht Hornbach gar nicht so schlecht aus. Es kriegt fast 4 Sterne, es sind 3,5. Wenn ich das genau anschaue, sind sie besonders gut im Kollegenzusammenhalt. Wenn ich dann schaue, was die Leute so sagen konkret über das Unternehmen, tönt das sehr gut, oder? Dynamisch, familiär, mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, hat mich sehr positiv beeinflusst. Ich habe dann gedacht, schauen wir mal das Unternehmen hier, Kununu, an, das diese Bewertungen macht. Ich habe mir das Kununu-Webseite angeschaut zu Hornbach, auch das hier durchgelesen. Ich fand das gar nicht schlecht, was hier steht. Es ist auch ein sehr großes Unternehmen mit 3 Milliarden Umsatz. Ich habe dann noch gedacht, ich schaue mir noch an, was Glassdoor sagt, die englische Webseite mit Arbeitgeberbewertungen. Auch hier haben wir sehr viel Positives
über das Unternehmen. Sehr gute Atmosphäre, gutes Arbeitsklima, nettes Kollegium, toller Chef. Es ist etwas kalt im Drive-In. Ja nun, keine Klimaanlage im Sommer, so schlimm ist das auch nicht. Dann habe ich noch gedacht, schauen wir noch nach, was die Kunden sagen. Ich habe wieder gegoogelt, da gibt es eine Webseite Shop-Auskunft, geschaut, wie ist der Shop, und der Online-Shop ist nicht besonders gut. Das, meines Erachtens, ist nicht besonders schlimm, denn vielleicht kaufen die meisten sowieso solche großen Dinge physisch ein. Ich habe jetzt mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Aber trotzdem wollte ich schauen, ob es vielleicht in Portugal ein interessantes Unternehmen gibt. Ich gehe also auf die Portugal-Webseite, die Top-10-Seite von Portugal, schaue, was hier zu finden ist. Und ich finde auch wieder Industrieunternehmen, Stromversorgungsbetriebe mit guten Value-Ratings. Interessiert mich jetzt gerade nicht so, weil ich habe gerade den Stromversorger in Spanien gekauft, das habe ich schon. Aber Forst- und Papierprodukte, das interessiert mich schon. Das Einzige, was mich bei diesem Unternehmen Forstprodukte stört bei Amarim, es ist eben nur ein mittelgroßes Unternehmen. Es ist relativ klein. Vielleicht später einmal. Schauen wir es aber trotzdem kurz an. Die ganzen Ratings hier, wenn ich hier durchschaue, sind relativ tief. Relativ hoch, relativ gut, die Kosten sind relativ tief. Wenn ich die Webseite anschaue, ich wechsle hier auf Englisch. We do more than you can imagine, sieht es für mich wirklich schön aus. Es ist ein Unternehmen, das Kork produziert, das heißt, sie haben sehr langfristige Industriezyklen, sie sind seit der dritten Generation in Familienhand, sie haben das Unternehmen an die Börse gebracht, haben 600 Millionen Umsatz mit Kork, das muss man sich mal vorstellen, sind in vielen Ländern tätig, 83 Firmen weltweit, 22.000 Kunden, eine ganz stabile Sache, gefällt mir also sehr gut. Ich habe mich dann aber doch zuerst entschieden für Hornbach, weil ich denke, der Drive in Deutschland ist doch deutlich höher als in Portugal. Und ich habe auch eine persönliche Situation. Mein Bruder führt ein Hotel in den Algarven in Portugal und wir haben schon ein großes Familien-Exposure gegenüber Portugal. Für mich persönlich hat dann Deutschland mehr Sinn gemacht. Es ist ein bisschen näher an meiner Heimat. Was ich gemacht habe, ich habe mich eingeloggt, habe herausgefunden, wie viele Aktien ich kaufen soll von Hornbach Medien, indem ich den Betrag, den ich heute investieren möchte, durch den Aktienpreis geteilt habe. Ich kam auf 180 Aktien und schaue mal, wie das aussieht, wie das Portfolio aussieht. Hier kann man auf das Portfolio klicken. Ist Hornbach bereits darunter? Mein Portfolio wird geladen. Ja, also das Geld ist schon draußen, hier oben ist Hornbach Medien, ist nur noch eine Investitionsmöglichkeit von etwa 5.000 Franken vorhanden. Schaue ich also Hornbach Baumarkt an, 180 Aktien wurden gekauft für rund 5.000 Schweizer Franken. Ja, das wär's. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie gesehen haben, wie ich mich in ein paar Minuten entschieden habe, Hornbach zu kaufen. Ich möchte Ihnen ja mit diesen Videos zeigen, wie einfach es ist, selber ein langfristiges Aktienportfolio zusammenzustellen. Und ich denke, heute hat es wieder gezeigt, wie viele spannende Aktien hier in Europa sind. In Europa, das eigentlich ökonomisch sehr gut aufgestellt ist, mit ganz interessanten Wachstumsfaktoren, insbesondere auch mit den Flüchtlingsströmen, die jetzt sicher neuen Wind nach Europa bringen. Das alles sind für mich positive Nachrichten als Investor und deshalb freue ich mich, dass ich hier in Europa weiter investieren kann. Ich wünsche Ihnen selbst mit Ihren eigenen Anlagen viel Erfolg. Investieren Sie auch nicht zu viel Zeit, denn es ist nicht notwendig. Wenn Sie passiv investieren wollen und einfach die Marktrendite im Durchschnitt erhalten wollen, wenn Sie nicht den Markt schlagen wollen, dann brauchen Sie auch nicht viel Zeit dafür. Herzlichen Dank und bis bald.